So Leute, für uns heute ganz neu, für euch wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen was her. Wie gesagt, ich bin den Relaunch vom Channel ein bisschen am Vorbereiten. Krieg der Funken, lang erwartet, jetzt schon fast überall ausverkauft bei uns aktuell. Mal gucken. Wir haben einmal die Statue stürzen, Sturzkreischer, feurige Prophetin. Oho, was ist das denn? Die kenne ich irgendwo ja. Abtrünnige vernichten, Konter. Mit diesem komischen Aufmarsch, mit dieser neuen Fähigkeit. Dann Kasminas Transmutation. Die Namen. Oh, es macht zum Frog. Frog, so schön. Geil. Preis der Invasion. Ein Spieler zeigt die Hand auf dem Vorhang. Was ist denn? Das ist nicht bad. Dieses Aufmarschding wird, glaube ich, das sein, was ich per Prelude spielen werde. Sich verbünden. Okay. Ja, ist groß. Das ist natürlich cool. Anschwellende Volksmen. Oh, das Artwork. Der Shit. Gewittersgeader. Legionären des 10. Distrikts. 2x2 Eile. Die ist gut. Die ist wirklich gut. Gefängniswelt. Die nimmt eine Kreatur am Planeswalker raus. Und das ist ganz cool mit Hellsicht 1. Bolas Augur. Ich glaube, das wird demnächst eine FNM-Promo, wenn mich meine internen Quellen nicht getäuscht haben. Der ist ziemlich gut. Den habe ich damals im Commander schon gespielt. Dann kann man Hexe rein und Verzauberung holen. Alter. Ja, also es hat sich nicht geändert. Hier ist noch ein Wald und ein Wolf. Oh, der Wolf. Aber es hat sich nicht geändert. Mein Glück mit den Packs ist halt immer noch Holt. Letztes Mal die Trostani war auch nicht so bad, war eine Mythic. Der Ral ist zwar nur eine Rare, aber der ist cool. Ich denke tatsächlich, dass der im Legacy gespielt wird. Der wird wahrscheinlich im URDL einen Platz finden. Der wird wahrscheinlich auch noch so ein bisschen was anderes. So UWR Miracle oder so, denke ich auch, dass der ganz cool kommt. Ja. 4 Mana, 4 Marken. Immer wenn ein Spontanzauber Hexerei gewirkt wirst, kannst du mit dem einen Schaden auf einen Planeswalker oder eine Kreatur wirken. Auch sehr cool für Omnitail oder sonst was. Plus 1 kannst du Hellsicht 1, also man zieht nicht eine Karte, sondern guckt sich die oberste Karte seinen Text an und kann sie drunter legen, wenn man möchte. Und minus 2 kann man eine Instant oder Hexerei, die nächste Instant oder Hexerei, die in diesem Zug gewirkt wird, kopieren. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man den an Bord hat und so sagt minus 2 Show and Tell, spielt dann das Show and Tell und hat dann 2 Show and Tells. Wenn der Gegner einen kontert, hat man immer noch einen. Ja, das ist cool. Ich weiß, dass hier in jedem Booster ein Planeswalker drin ist. Ich glaube tatsächlich, also aktuell sind alle sehr gehypt auf den Teferi. Ich denke nicht, dass der so gut wird. Ich denke eher die Narset. Die Narset ist aktuell bei 20, 30 Cent. Habe ich mir vielleicht ein paar von gekauft. Ich denke, dass die Legacy sehr harten Einfluss haben wird, weil dieses eine Karte ziehen ist schon sehr mächtig. Ja, aber über den Ral freue ich mich auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.